So, hallo zusammen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Heute halte ich wieder die Vorlesung. Professor Graffi ist leider verhindert. Genau, einmal kurz, ich wollte einmal kurz rekapitulieren, was wir letzte Woche gesehen haben. Und zwar letzte Woche wurde Pastry besprochen. Hier haben wir ein Prefix-Based Routing. Wir haben eine dreiteilige Routing-Tabelle mit einem Leaf-Set, ein Neighborhood-Set und eine Routing-Tabelle. In der Routing-Tabelle haben wir für jeden Prefix, der anders als der unserer eigenen ID, einen Knoten gespeichert. Und im Leaf-Set haben wir Knoten in der unmittelbaren Nachbarschaft gespeichert. Und zwar ist dies nach der numerischen Nähe. Im Neighborhood-Set haben wir Knoten bezüglich unserer Position, also unserer geografischen Position gespeichert. Heute betrachten wir ein weiteres strukturiertes P2P-Overlay, und zwar Kademlia. Genau, Kademlia ist im Gegensatz zu den anderen Overlays, okay, Pastry kann man auch noch in der Praxis verwenden, aber es ist sehr, sehr praxisnah, also es wird in der Praxis auch letztendlich verwendet und es wurde verwendet und es wird eigentlich immer noch verwendet. Und nach Kademlia möchten wir uns noch die sogenannten Interconnection Overlays anschauen. Diese sind auch strukturierte Overlays, jedoch haben diese eine leicht andere Annahme. Somit sind das die etwas spezielleren, sage ich mal, strukturierten Overlays, bieten jedoch sehr schöne Eigenschaften. Okay, also kommen wir nun zu Kademlia. Zunächst einmal zur Namensgebung. Kademlia ist der Algorithmus bzw. das Protokoll selbst. Es wurde vorgestellt in einem Paper von 2012 durch Herrn Mayo-Monkow und Mazière. CAT hingegen ist eine weit verbreitete Implementierung des Kademlia-Algorithmuses. Und dieser wird beispielsweise von Emule verwendet. Kennt ihr Emule? Sicherlich, oder? Ja. Es ist eine File-Sharing-Applikation, die auch um den Dreh dann entstanden ist. Außerdem, BitTorrent verwendet in dem Trackerless-Modus ebenfalls das Kademlia-Protokoll, ist aber leider nicht mit CAT kompatibel. Okay, Kademlia selbst verwendet 160 Bits. Die Metrik ist, also ist die XOR-Distanz. Hier haben wir ein bitweises XOR, wird angewandt auf die Knoten-IDs oder Objekt-IDs. Das Schöne dabei ist, XOR ist eine symmetrische Operation. Sprich, Verbindungen zwischen Knoten sind beidseitig wichtig. Und nicht wie bei Chord, wo die Finger unidirektional zeigen und immer nur für eine Partei wichtig sind. Okay, kommen wir zum Kademlia-Protokoll und zu den RPCs, also die Remote Procedure Calls. Zunächst einmal Find Node unter einem Key. Dieser RPC ist dazu da, um einen Knoten zu finden, der für den gegebenen Key zuständig ist. Im Gegensatz zu Chord und Pastry wird der angefragte Knoten, also der angefragte Knoten liefert k viele Knoten zurück, die am nächsten zu dem gegebenen Schlüssel sind. Ja. Das heißt, wir fragen nun einzelne Knoten an und kriegen von ihm die Sicht, was sind die k nächsten Knoten bezüglich dieses Keys. Genau. Find Value. Hier liefert der angefragte Knoten den Wert selbst zurück, den er an der Position Key gespeichert hat. Im Gegensatz zu Find Node wird der Wert selbst zurückgeliefert und nicht die k-nächsten Knoten. Ja.
Okay, einmal die, da gibt es noch die Ping, den Ping-Call. Hiermit pingen wir im Prinzip einfach nur Knoten und testen, ob diese online sind. Wenn dieser online ist, dann erhalten wir einen Punkt zurück. Und der Store-Befehl, wobei wir hier einen Key und ein Value übergeben. Hiermit wird ja, das Datum in die DHT eingefügt. Und Store verwendet auch Find-Value, um im Prinzip den Speicher des P2P-Systems zu realisieren. Wie genau das geschieht, das schauen wir uns gleich an. Zunächst einmal möchte ich ganz gern zum Routing in Kademlia kommen, beziehungsweise wie die Routing-Tabellen, also zunächst einmal wie die Routing-Tabellen der Knoten aussehen. Die Routing-Tabelle eines jeden Knotens enthält sogenannte K-Buckets. Ein K-Bucket speichert im Prinzip eine Reihe von Knoten, die in einer gewissen Distanz leben. Hier haben wir für jedes I von 0 bis 160, das heißt, das sind die 160 Bit, speichern wir K-Kontakte, die in einer XOR-Distanz von 2 hoch i bis 2 hoch i plus 1 leben. Anders ausgedrückt, werden Kontakte hier in Buckets einsortiert, die den gleichen Common Prefix haben und somit eine gewisse Distanz vorweisen. Das heißt, wir haben Buckets, diese Knoten haben eine gewisse Distanz zu unserem Knoten und da werden K-Knoten hineingespeichert. Genau. Ja, für jede der 160 Entfernungen, nenne ich sie mal, werden genau K viele Knoten gespeichert und bilden damit zusammen das K-Bucket. Somit hält unsere Routing-Tabelle insgesamt K mal 160 Kontakte. Nun, genau. Ja. Jeder Knoten hält nun zu jeder der 160 Entfernungsbereiche K-Kontakte. Wie lernt man nun Knoten kennen, um diese in die K-Buckets einzusortieren? Kademlia folgt hier dem Prinzip des passiven Mithorchens. Das heißt, man lernt von eingehenden Nachrichten, von wem kommt diese Nachricht, wohin geht diese Nachricht, beziehungsweise eigentlich nur, woher kommt diese Nachricht, weil dieser Peer lebt. Das heißt, wir können den in unsere Routing-Tabelle einspeisen. Und wir können außerdem die Routing-Tabelle aktualisieren mit Hilfe der Find-Node-Methode, da wir hier aktiv nachfragen, welcher Knoten ist für einen gewissen Key zuständig. Die Policy von Kademlia bevorzugt hier alte Kontakte. Und zwar hat eine Studie ergeben, wenn ein Knoten bereits relativ lange online ist, so ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er weiterhin online bleibt und somit größer als bei Knoten, die erst seit kurzem online sind. Das ist im Prinzip die Policy, die solltet ihr im Hinterkopf behalten, denn die wird gleich auch bei der Auswahl der Knoten relevant sein. Insgesamt wird durch diese Policy eine stabile Routing-Tabelle angestrebt. Außerdem ist man so resistent gegenüber DOS-Attacken, wo ein Netzwerk im Prinzip mit vielen neuen Knoten geflutet wird. Genau. Ganz kurz, bevor wir uns anschauen, wie diese K-Buckets gefüllt werden, möchte ich kurz zur Veranschaulichung zu den K-Buckets kommen, also wie diese aussehen. Die sehen nämlich so aus. Das ist eine mögliche Repräsentation von diesen K-Buckets. Man könnte sich das Ganze auch als einen Baum vorstellen, aber für die Vorlesung möchten wir ganz gern diese Repräsentation vorstellen. Okay, also die XOR-Shared-Prefix-Betrachtung möchten wir hier in dieser Vorlesung vorstellen. Hier sind die K-Buckets aufgezeichnet. Ihr seht hier von ganz oben ist der mit dem Shared Prefix 0 Bits. Ganz unten sind die mit dem Shared Prefix 159 Bits.
Das heißt, die sind im Prinzip sortiert nach der Entfernung. Die mit einem Shared Prefix von 0 Bits sind am weitesten entfernt von uns. Und die mit dem Shared Prefix von 159 Bits sind im Prinzip sehr, sehr nah an uns dran. Genau, jede Zeile repräsentiert halt die Entfernung zu uns. Und genau, im Prinzip ist das, genau, ich wollte noch kurz was zu der Waiting List am Ende dieses K-Buckets was sagen. Und zwar bleibt noch zu sagen, dass die Warteschlange am Ende des K-Buckets hat eine undefinierte Länge und hält Knoten inne, die nicht mehr in das K-Bucket hineinpassen, aber wovon wir wissen, dass diese Knoten vor kurzem online waren. Gibt es bis hierhin Fragen? Keine Fragen? Okay. Dann möchte ich ganz gern nochmal zurückspringen und jetzt einmal besprechen, nach welcher Policy nun die Knoten in die Routing-Tabelle einsortiert werden. Schauen wir uns hierfür das Szenario an, dass Knoten U eine Nachricht von Knoten V erhält, dessen Distanz berechnet hat und betrachtet nun das zugehörige K-Bucket, was wir eben gesehen haben. Also wir möchten jetzt wissen, wohin sortieren wir den ein, oder, sondern ob wir diesen einsortieren. Also zunächst einmal, falls V nicht im K-Bucket enthalten ist, aber das Bucket nicht voll ist, sprich es hat weniger als K-Elemente, dann fügt man V ans Ende des K-Buckets ein. Das ist wichtig, dass man es ans Ende einfügt. Falls V im K-Bucket enthalten ist, setzt man V ans Ende des Buckets. Falls V nun im K-Bucket enthalten ist und der Kopf des K-Buckets online ist, so setzt man den Kopf des K-Buckets ans Ende der Liste und fügt V in die Waiting List ein. Die Prüfung, ob ein Knoten online ist, geschieht per Ping-Befehl, also per Ping-RPC. Genau, falls im gleichen Fall, das heißt V ist im K-Bucket enthalten, der Kopf des K-Buckets jedoch offline ist, so löscht man den Kopf des K-Buckets und fügt V ans Ende der K-Bucket-Liste ein. Wie man sieht, steht also am Kopf der K-Buckets die am längsten nicht mehr gesehenen Knoten und am Ende die zuletzt gesehenen Knoten. Das heißt, die sind danach sortiert. Gemäß der vorhin genannten Studie der Online-Zeit von Knoten priorisiert man also hiermit länger gekannte Knoten, die noch online sind, gegenüber neu ankommenden Knoten, die hingegen in die Waiting-List eingefügt werden. Die Besonderheit in Kademlia ist, dass in der Realität K relativ groß sein kann, also beispielsweise K gleich 20. Es werden jedoch keine Verbindungen aktiv gepflegt. Etwa im Gegensatz zu Cord mit den Fixed Fingers. Die einzige aktive Anfrage, die wir hier haben, ist nämlich die Prüfung, ob bei einem vollen Bucket der am längsten nicht mehr online gesehenen Knoten noch online ist, also der Ping-Befehl. Gibst du den Policies eine Frage? Nein? Ja, bitte? Ja, genau. Die ist nicht näher spezifiziert. Weitere Frage? Okay. Die Folie haben wir gesehen. Nachdem wir nun die Routing-Tabellen besprochen haben, möchte ich nun anreißen, wie das Routing erfolgt. Im Gegensatz zu Cord und Pastry haben wir hier ein iteratives Routing und kein rekursives Routing. Was bedeutet dies? Also beim rekursiven Routing werden Requests
weitergeleitet, indem die Routing-Methode rekursiv angewandt wird. Beim iterativen Routing sendet jeder Next-Hop-Knoten dem Initiator der Anfrage seine Next-Hop-Knoten zu, sodass der Initiator entscheiden kann, wohin diese Anfrage weitergesendet wird. Ja? Okay, das heißt, Kademlia nutzt das Iterative im Gegensatz zu Cort und Pestry, was die rekursive Methode nutzt. Okay, nun möchte ich in Kademlia die Find-Node-Methode vorstellen. Ah ja. Also der Vorgang ist wie folgt. Wir haben parallele und asynchrone Lookups und wir fragen, wir senden diese Lookup-Anfragen an alpha viele Knoten, die aus unserer Sicht am nächsten zu der gesuchten ID stehen. Diese alpha vielen Knoten antworten dann uns mit wiederum deren k nächstgelegenen Knoten bezüglich dieser ID. Der anfragende Knoten erhält dann maximal alpha mal k viele Antworten und wählt erneut alpha viele aus, nämlich die, die am nächsten bezüglich dieser gesuchten ID liegen. Dieser Vorgang wiederholt sich so lang, bis die k nächstgelegenen Knoten, die wir erhalten, nicht mehr ändern. Sprich, man hat die k nächstgelegenen Knoten bezüglich der gesuchten ID gefunden. Eine kleine Anmerkung hier. Die parallelen Lookups machen das Kademlia-Routing-Protokoll relativ robust gegenüber fehlerhaft agierende Knoten, fehlerhaft agierende Knoten im Sinne von nicht unbedingt malicious Knoten, aber vielleicht hat sich mal ein Knoten verschluckt, etc. Okay, als nächstes möchten wir mal ein Beispiel sehen. Hier haben wir ein Beispiel. Ist das sichtbar? Ja, das ist ganz gut. Und zwar Beispiel, wir haben rechts diesen Knoten mit der ID 01110. Das ist der hellblaue Knoten. Der eindimensionale ID-Space ist hier abgetragen. Und wir möchten einen Lookup starten nach der ID 11010. Das ist das rote Kreuz weiter links. Alpha und K sind beide auf 1 gesetzt. Das sind festgelegte Parameter. Nun im ersten Schritt schaut der lokale Knoten zunächst mal in seine Routing-Tabelle nach dem K-Bucket, in den die gesuchte ID fällt, und sucht dann alpha viele nächstgelegene Knoten heraus. An diese alpha vielen Knoten werden dann Find-Node-Nachrichten verschickt mit eben dieser gesuchten ID. Diese Knoten antworten wiederum, das seht ihr jetzt in der zweiten Abbildung, antworten dann wiederum mit ihren k nächstgelegenen Knoten und senden diese Kontakte an den Initiator des Lookups. Somit haben wir dann alpha mal k viele Knoten erhalten, beziehungsweise Kontakte kennengelernt. Diese werden natürlich auch in die Routing-Tabelle eingepflanzt und wählen daraus wiederum alpha viele nächstgelegene Knoten aus und senden diese eine Find-Node-Nachricht. Wie ihr seht, sind das im Prinzip die Knoten, die am nächsten, also im dritten Bild jetzt, die am nächsten dran sind an dem Kreuz. Die anderen zwei grauen Knoten, sieht man das überhaupt, dass es grau ist, ja. Das sind im Prinzip einfach Kontakte, die jetzt aufgenommen wurden in die Routing-Tabelle, aber hier nicht weiter betrachtet werden. Nun wird dieser Prozess im Prinzip wiederholt. Die k nächstgelegenen Knoten werden dann an den Initiator wiederum geschickt, welcher wahrnimmt, dass es keine neuen Kontakte sind. Das heißt, wir haben nun alle Knoten kennengelernt, die am k-nächsten am Ziel liegen. Somit stoppt dieser Algorithmus.
Nun kann man beispielsweise per Store-Befehl ein Objekt auf den nächstgelegenen Knoten sichern. Kurze Anmerkung: In Kademlia werden Objekte auf k vielen Knoten gesichert. Also anders als in PassThroughTheCord, wo wir wirklich nur das Objekt auf einem Knoten sichern, es ist hier so eine Art, man nennt es ja, vielleicht mehr umgangssprachlich so ein Shotgun-Routing. Das heißt, wir möchten in diese Richtung zielen. Dahin gehen die Anfragen. Wenn wir die k-nächstgelegenen Knoten gefunden haben, dann speichern wir auf allen k-Knoten unsere Objekte. Genau, und ein weiterer Hinweis bezüglich der Wahl der k-nächstgelegenen Knoten ist der jeweilige Bucket, den wir in der Routing-Tabelle haben, nicht komplett gefüllt. Das kann ja sehr gut passieren. So werden von den benachbarten Buckets Knoten ausgewählt, weil das sind ja aus unserer Sicht die k-nächsten Knoten um eine ID herum. Genau. Okay. Kommen wir nun einmal zu den Vorteilen von Kademlia. Wir haben hier parallele Anfragen, wie wir es eben kennengelernt haben. Das heißt, alpha viele konkurrierende Lookups werden gesendet. Das heißt, die Robustheit hier ist relativ hoch. Im Gegensatz zu Cord und PassThrough, wo wir wirklich nur eine Anfrage senden. Es wird dadurch mehr Traffic generiert. Die Antwortzeiten sind insgesamt länger, da man zweimal mehr Hops benötigt. Aber die anfragenden Knoten, also der anfragende Knoten, der Initiator des Requests, weiß zu jedem Zeitpunkt, wie weit der Lookup fortgeschritten ist. Das heißt, er hat sehr viel mehr Kontrolle über diesen Lookup. Das ist vor allem in Overlays mit sehr hohem Churn von Vorteil. Die sind im Prinzip zugleich die Vorteile des iterativen Routing gegenüber dem rekursiven Routing, beziehungsweise auch deren Nachteile durch den erhöhten Traffic und die erhöhte Antwortzeit. Die Aufrechterhaltung der Routing-Tabelle ist, wie gesagt, komplett passiv. Bis auf einige wenige Ping-Nachrichten, die aktiv versendet werden, um zu prüfen, ob ein einmal online gesehener Knoten immer noch online ist. Im Gegensatz zu Cord beispielsweise, da haben wir das aktive Fixing der Routing-Tabellen. Im Vergleich, PassThrough fixt die Routing-Tabelle im Prinzip reaktiv. Ja? Das heißt, wie ihr bereits kennengelernt habt, werden hier falls wir einen Eintrag aus unserer Routing-Tabelle verloren haben, beziehungsweise dieser Knoten offline ist, dann fragen wir einfach in dieser Zeile einen anderen Knoten an, denn die Knoten in einer Zeile sind relativ nah beieinander, sodass sie mir eine Antwort dazu liefern können. Okay. Im Prinzip haben wir in Kademlia k mal mehr Knoten als in Cord. Also wir speichern k mal mehr Knoten als in Cord. Jedoch werden diese auch nicht aktiv gefixt. Und zuletzt einmal, die großen Routing-Tabellen haben die Eigenschaft, dass diese die Robustheit erhöhen, wie eben schon angedeutet, da man insgesamt mehr Kontakte innehält, speichert, an die man potenziell Lookups schicken kann. Okay. Genau, was sind die Nachteile von PassThrough? Wir haben hier eine etwas andere Funktionalität als in Cord und PassThrough bezüglich des Storages, was ich eben auch schon angedeutet habe. In Kademlia können wir die k-nächstgelegenen Knoten bezüglich einer ID finden, wohingegen in Cord und PassThrough immer genau ein Knoten wir immer nur einen Knoten finden, der aktuell für diese ID zuständig ist. Bei einer Publish-Anfrage legt Kademlia das Objekt auf den k-nächstgelegenen Knoten an. Also Publish-Anfrage wäre hier ein Store-Befehl im Prinzip. Genau. Und der Trick dabei ist nun, dass sich diese k-nächstgelegenen Knoten durch Churn natürlich ändern können.
Somit kann man das Updaten oder Löschen von Objekten nicht realisieren. Ja. Außerdem ist die Replikation von Objekten ebenso schwierig, da sich keine Knoten für ein Objekt zuständig fühlen. Genau, hier ist einmal ein Beispiel. Und zwar haben wir hier initial k gleich 4 Knoten, die das Objekt speichern. Das sind im Prinzip die Knoten, die man jetzt weiter unten sieht. Wenn wir kurze Zeit später einen Lookup starten, dann können wir beispielsweise diese 4 Knoten finden. Das heißt, wir haben lediglich ein Match von 2 Knoten, die dieses Objekt wirklich halten. Möchten wir wiederum später ein Update fahren, so kann es relativ gut passieren, dass wir keines dieser 4 initialen 4 Knoten finden, die das Datum speichern. Genau, dies ist vor allen Dingen eine Einschränkung für die Applikation. Das heißt, man muss sich darauf einstellen, und dies ist vor allen Dingen für Kademlia halt entscheidend. Sinnvoll, was man für die Applikation nun für einen Ansatz nehmen könnte, wäre hier ein Soft-State-Ansatz. Das heißt, die Objekte, die ich im Netzwerk zur Verfügung stellen möchte, müssen periodisch republished werden. Okay, gibt es hier Fragen zu? Ja, bitte. Also beim Routing habe ich nicht genau verstanden. Also könnte ich vielleicht ja. Da gab es halt ein Node, der möchte sich mit dem anderen verbinden. Nicht unbedingt verbinden. Also das ist im Prinzip die Find-Node-Methode. Das heißt, wir möchten jetzt die k-nächstgelegenen Knoten finden, die bezüglich einer ID sind. Ja. Ja, weil in dem Beispiel hat man ja rechts den Knoten, der sucht quasi das rote Kreuzchen, aber am Ende findet er es quasi nicht, sondern nur seine Nachbarn. Richtig, genau. Das ist ja im Prinzip einfach nur. Ja, sorry. Das ist im Prinzip nur eine ID in dem Space, und es muss kein Knoten an dieser Position stehen. Ja? Also, wenn man sich das jetzt vorstellt, dieses rote Kreuz ist beispielsweise der Hash einer Datei, ja, beziehungsweise der Hash eines Titels der Datei. Der landet halt gerade an dieser Stelle. Wir können natürlich nicht garantieren, dass an jeder Stelle in unserem ID-Space ein Knoten liegt. Deshalb haben wir hier, suchen wir die k-nächstgelegenen Knoten, wohingegen wir in Cort oder Pastry Bereiche haben, wofür sich Knoten zuständig fühlen. Okay? Weitere Fragen? Ja, bitte. Also könnte man im Prinzip sagen, dass bei Kademlia an sich, es gibt ja auch einen Bereich, für den Knoten zuständig ist, aber die überlappen sich. Knoten fühlen sich nicht zuständig für irgendwelche Bereiche. Ja. Das ist. Genau, die k-nächstgelegenen, aber die sind trotzdem, es gibt keinen zuständigen Knoten für diese ID. Man kann zum Beispiel zum Zeitpunkt X sagen, diese Knoten sind die nächstgelegenen Knoten bezüglich dieser ID. Nun kannst du tun und lassen, was du möchtest damit. Beispielsweise ein Store absetzen. Wenig später können das andere Knoten sein. Ja, also deswegen haben wir da keine Zuständigkeiten. Man könnte vielleicht davon reden, dass wir Zuständigkeiten für einen kurzen Zeitpunkt haben. Ja, klar, das kann auch passieren, ja. Denn wenn alle Knoten da jetzt offline gehen würden, dann wäre das Datum weg. Ja, auch einfach nur die beiden Nächte gehen. Genau, ja, genau. Das kann passieren. Okay. Weitere Fragen? Aber, wie kann das denn dann sein, dass sich das durchgesetzt hat, wenn man so nicht? Das K ist sehr groß gewählt. Ja. K ist beispielsweise auf 20 gesetzt. Und dadurch, dass wir Sachen republishen,
finden wir immer wieder Knoten, die dieses Datum halten. Das kommt aber jetzt gleich noch. Also wir sehen uns gleich eine Implementierung an. Sehr gute Frage. Okay, weitere Frage noch? Oder? Okay. Genau. Jetzt kommen wir zu CAT, also im Prinzip der Implementierung von dem Kademia-Protokoll. Es wurde, wie ich vorhin schon angedeutet habe, in eMule verwendet. Wir haben hier UDP auf der Transportschicht. Und genau im Gegensatz zu Kademia wird in CAT einmal werden kleinere, kürzere IDs verwendet, 128-Bit lange. Warum hat man das gemacht? Man hat dies gemacht, um kompatibel zu dem eDonkey-Netzwerk zu sein, sprich um Daten zu indexieren und zu suchen. Der Lookup, der unterscheidet sich hier minimal. Wir haben im Prinzip erstmal ein Node-Lookup, was einem Find-Node, also einem Find-Node-RPC entspricht, und führen dann im Prinzip eine Aktion darauf aus, beispielsweise herunterladen einer Datei. K ist hier 20 gesetzt, okay, sorry, nicht, sorry, K ist auf 10 gesetzt, nicht 20, wie ich eben gesagt habe, und Alpha ist auf 3 gesetzt. So, kurz zum Bootstrap-Prozess. Wie in jedem Peer-to-Peer-Netzwerk müssen wir natürlich zunächst einmal einen Knoten kennen, der bereits im Netzwerk vorhanden ist. Dies kann entweder ein bekannter Knoten sein, der immer online ist, oder wir können auch eingeben, also man kann eine User-Eingabe tätigen, und zwar per IP und Port. Und zu diesem Host werden wir dann im Prinzip verbunden, und dieser Knoten hilft uns dann beim Join. Oder halt per hosts.dat-Datei, so heißt die, welche vorher im Netz, also auf irgendeine Website, heruntergeladen wurde. Da stehen dann im Prinzip auch einfach IP-Ports von Knoten, die dem Netz beigetreten sind und weiterhin auch in diesem Netz aktiv sind. Okay. Kommen wir nun zur Source Publication, also wie werden im Prinzip Dateien in diesem Netzwerk abgelegt. Hier wird im Prinzip eine einfache Datenstruktur angelegt, um solch eine Datei in der DHT zu suchen bzw. abzulegen. Hier wird es so gemacht, dass die Datei selbst, also wir möchten jetzt beispielsweise eine Datei publishen, so wird zunächst einmal die Datei selbst gehasht, das heißt die binäre Datei wird gehasht, deren Inhalt, und wird gespeichert an der Stelle des Hashes, und zusätzlich speichern wir Pointer auf den Hash der Datei. Ja, das heißt, das ist hier genannt als First-Level-Pointer und Second-Level-Pointer. Das heißt, wir speichern dann Pointer auf den Hash der Datei. Dies können Keywords sein oder der Titel dieser Datei, oder ja, meistens sind es Keywords. So möchte man beispielsweise, wenn man jetzt, ich glaube, da kommt gleich ein Beispiel. Ja, genau, da kommt gleich ein Beispiel. Das heißt, wir können die Keywords zerhacken. Im Prinzip ist das eine durch Leerzeichen separierte Liste. Und dann nehmen wir pro Keyword, hashen wir diesen Keyword, speichern dies in unsere DHT, und an dieser Stelle wird als Inhalt der Pointer zur Datei selbst gespeichert. Okay. Hier ist ein Beispiel aus dem eMule-Client. Das ist ja sehr, sehr alt, fast schon historisch. Wie ihr seht, wird da nach Ubuntu gesucht. Natürlich, ne, eine Distribution. Was sucht man sonst in File-Sharing-Netzwerken? Das ist im Prinzip ein Keyword. Dann erhält man an der Stelle des Keywords im Prinzip eine Liste von Dateien, die dieses Keyword innehaben. Ja. Hier beispielsweise Ubuntu 7, Ubuntu 6,
Ubuntu 8 etc. Genau. Die Lookup-Prozedure entspricht im Prinzip genau der Find-Node-Prozedur, die wir vorhin in Cademia gesehen haben, nur dass wir die Parameter k gleich 10 und alpha gleich 3 nehmen. Deswegen würde ich ganz gerne diese Folie skippen. Hops. Genau. Hier sieht man noch einen Screenshot. Im Prinzip einmal den Node-State des Knotens, mit dem man sich gerade angemeldet hat. Hier sieht man die Kontakte des Knotens. Also wir sind zunächst einmal der Knoten mit der ID A37D1601 und so weiter. Und wir sehen hier die Knoten sortiert nach der Distanz zu uns. So kann man in etwa erahnen, wo die K-Buckets liegen. Und zwar, das sieht man hier an den vertikalen roten Linien, dass Knoten Knoten, die die gleiche Bitfolge haben, in einem K-Bucket liegen. Okay. Zum Abschluss von Cademlia. Die Evaluation. Cademlia ist ein sehr verbreitetes Peer-to-Peer-Overlay. Wir haben hier, also es werden sehr viele Kontakte gesichert in der Routing-Tabelle. Dadurch ist es relativ ausfallsicher. Und was sehr, sehr wichtig in der realen Welt ist, denn Churn ist in der realen Welt schon sehr, sehr böse. Durch Lookups werden schnell Kontakte geknüpft, da wir, wie wir vorhin gesehen haben, K mal Alpha viele Kontakte kennenlernen pro Routing-Schritt. Und wir können mehrere Routing-Schritte haben. Ja. Also im Prinzip Log-N viele. Und wir haben hier das sogenannte Shotgun-Routing. Das heißt, es ist ein relativ grober Ansatz, aber es ist ein sehr, sehr ausfallsicheres Routing-Protokoll. Das heißt, man streut die Anfragen in Richtung der gesuchten ID gegenüber den präzisen Lookups, die wir in Cort und Pastry haben. Die Nachteile, die wir hier haben, der erste Punkt ist nicht wirklich ein Nachteil in der heutigen Zeit. Hier werden einmal große Routing-Tabellen genannt. Dadurch haben wir einen höheren Speicherverbrauch. Es ist aber heutzutage vernachlässigbar. Der entscheidende Nachteil ist, dass wir kein deterministisches Routing haben. Das heißt, wir benötigen also auf der Applikationsebene einen Soft-State-Ansatz, um unsere Daten im Netzwerk zu halten. Und außerdem ist die Replikation relativ schwierig, weil sich halt kein Knoten dafür zuständig fühlt. Für das File-Sharing ist das aber nicht sehr schlimm, deswegen hat es hier auch sehr viele Fans gefunden, da es reicht, nur einen Knoten zu finden und nicht alle Knoten. Und genau, das heißt Publish Once, so heißt es, reicht in File-Sharing-Applikationen. So, das ist der Abschluss von Cademlia. Gibt es Fragen dazu? Okay, keine Fragen. Okay, kommen wir dann nun zu den Interconnection Overlay Networks. Entschuldigung. Und zwar wollen wir uns das Ganze mal anhand eines Beispiels angucken, und zwar der Hypercube. Die sind im Grunde ebenfalls strukturierte Peer-to-Peer-Overlays. Diese bieten ein Key-Based Routing an, jedoch haben wir kein Storage. Ja, wir haben keine DHT hier. Außerdem haben wir hier gewisse andere Anforderungen. Welche dies sind und welche schönen Eigenschaften wir in diesen Netzwerken haben, dazu kommen wir jetzt. Zunächst einmal die Motivation für diese Art von Netzwerken. Wir haben hier die erste Annahme ist, wir haben kein Churn. Ja. Das heißt, wir haben im Prinzip eine gesicherte Umgebung. Und die zweite Annahme ist, dass die Anzahl an Knoten im Netzwerk selbst
kontrollierbar ist. Was wäre ein Beispiel dazu? Könnt ihr mir vielleicht eins nennen? Also so ein Rechenzentrum wäre ein Beispiel für solche Netzwerke. Denn dort hat man im Prinzip kein Churn. Ja. Es ist sehr kontrolliert, man kann Knoten auf- und abbauen. Okay, kommen wir zur Topologie. Der Knotengrad ist begrenzt. Das heißt, um zum Beispiel zurückzukommen zum Rechenzentrum, die Hosts sollen mit einer begrenzten Anzahl an Netzwerkkarten daherkommen, wobei wir immer eine 1:1 Kommunikation anstreben. Ja, das heißt, eine Netzwerkkarte interagiert genau mit einer Netzwerkkarte von einem anderen Host. Und das Routing soll in O von Log N geschehen. Das Overlay selbst, wir haben hier nur reines ID-based Routing im Netzwerk und ganz wichtig, keine DHT-Funktionalität. Das heißt, wir haben kein Storage, nur Knoten. Okay, kommen wir nun zu einem Beispiel von solchen Netzwerken. Das ist der sogenannte Hypercube. Man sieht hier einen dreidimensionalen Hypercube rechts abgebildet. Im Allgemeinen haben die d-dimensionalen binären Hypercubes folgende Eigenschaften. Wir haben 2 hoch d Knoten. Die Adressen werden durch eine d-stellige Binärzahl dargestellt, wie man es hier sieht, also dreistellig, weil wir 3 Dimensionen haben. Und jeder Knoten hat genau d benachbarte Knoten. Diese sind außerdem eindeutig definiert. Im Gegensatz zur eigenen ID ist im Prinzip genau ein Bit invertiert. Ja, das heißt, wenn wir uns den Knoten oben links anschauen, also der am nächsten zu uns ist, der Knoten mit der ID 100, der hat Nachbarn einmal die 110, da ist die zweite Stelle gekippt, 101 die dritte und 000 die erste Stelle ist gekippt. Routing kann man hier in O von log n realisieren, wobei n ja 2 hoch d ist. Das heißt, wir brauchen maximal d Schritte und finden dann unser Ziel. Das ist, glaube ich, relativ klar bei einem Würfel. Dies ist im Prinzip auch direkt der Worst Case, ja, denn man braucht nur 3 d Schritte, wenn jedes Bit gekippt ist, vom Start zum Zielknoten. Kommen wir zunächst einmal zur Konstruktion dieser Netzwerke. Für d gleich 0 wird im Prinzip nur ein Knoten gezeichnet. Ansonsten zeichnen wir 2 Hypercubes der Dimension d-1 und verbinden diese beiden Hypercubes wie folgt. Also alle Knoten des ersten Hypercubes, also da wird eine 0 an die Adresse angehängt und an den zweiten Hypercube analog wird eine 1 links angehängt. Nun verbindet man 2 Knoten, die sich lediglich in der ersten Stelle, also an der von uns angehangenen Stelle, unterscheiden. Gehen wir es einmal kurz durch anhand des Beispiels. D gleich 0 ist trivial, D gleich 1, wir verbinden uns. D gleich 2, da haben wir im Prinzip 2 mal d gleich 1, 2 Hypercubes mit d gleich 1. Dem ersten wird eine 0 angehängt, das sind im Prinzip die Knoten, die näher zu uns stehen, und dahinter wird eine 1 angehängt, links. Und diese werden dann verbunden. Für d gleich 3 haben wir das gleiche, da haben wir 2 mal d gleich 2, einmal unten und oben. Den unteren wird eine 0 vorgeschaltet, also links angehängt, und den oberen wird eine 1 rechts angehängt und dann werden die Knoten verbunden, die sich an der ersten Stelle unterscheiden. Okay. Der Routing-Algorithmus in Hypercube-Netzwerken. Ja, also es ist, ich denke, relativ einfach. Wenn der Zielknoten gegeben ist, dann ist das im Prinzip einfach nur greedy Routing. Das heißt, wir leiten das Routing erfolgt
erfolgt so, dass wir im Prinzip einfach nur an einen Knoten weiterleiten, wo die ID der entspricht, also an einer Stelle der ID, der des Zielknotens entspricht. Ja, das heißt, wir leiten die Nachricht an einen Knoten weiter, der eine Adresse hat, wo genau ein Bit invertiert ist. Und an dieser Stelle mit der Zieladresse übereinstimmt. Es ist im Prinzip egal, welches Bit man invertiert, da, wie initial gesagt, jeder Knoten mit allen Knoten verbunden ist, wo jeweils ein Bit invertiert ist. Ist das klar oder gibt es da Fragen zu? Okay. Ach, wir haben ja sogar ein Beispiel. Okay. Okay, in dem Beispiel möchten wir jetzt von 010 nach 101 routen. Das heißt, wir haben jetzt drei Optionen. Wir invertieren das erste Bit, wir invertieren das zweite Bit oder wir invertieren das dritte Bit. Wir entscheiden uns hier für den Next Hop, das mit dem dritten invertierten Bit. Das heißt, wir forwarden die Nachricht an 011. 011 erhält die Nachricht und hat dann zwei Möglichkeiten, die Nachricht weiterzuleiten. Das wäre einmal das zweite Bit gekippt und das erste Bit gekippt. Hier entscheidet man sich dafür, dass man die Nachricht an den Knoten weiterleitet, wo das zweite Bit gekippt ist. Das heißt, 001 ist der Next Hop. Und von 001 aus ist es der direkte Nachbar, und zwar da, wo das letzte Bit gekippt ist. Genau, eine kleine Anmerkung haben wir hier da weiter unten. Falls ein Knoten failt, dann kann man alternative Pfade wählen, die zum Ziel führen. Jedoch langfristig, wie wir vorhin schon gesagt haben, wird dies nicht toleriert. Kommen wir zu den Eigenschaften von Hypercubes. Der Durchmesser von diesen Netzwerken ist gerade D. Also in dem Beispiel für D gleich, also D ist da 3. Der Knotengrad ist ebenfalls D. Das heißt, die Verdopplung des Netzwerkes bewirkt, dass wir dass jeder Knoten eine weitere Kante hinzubekommt. Und das Wichtigste, wir haben eine begrenzte Anzahl an Kontakten pro Knoten und logarithmisches Routing. Das Problem bei Hypercubes Genau, das Netzwerk ist im Prinzip nur für Zweierpotenzen an Knoten definiert. Das heißt für 1, 2, 4, 8 etc. Knoten. Das heißt, wir können hier nicht inkrementell viele Knoten einspeisen. Diese Einschränkung kann man ein wenig abschwächen, was wir auch im späteren Verlauf der Vorlesung, nächste Vorlesung oder übernächste Vorlesung, und zwar bei den hierarchischen Overlays auch sieht. Der Knotengrad ist hier leider nicht fest, was wir im Prinzip anstreben. Denn dies ist problematisch bei unserem Beispiel im Rechenzentrum. Also analog zu einer Installation eines weiteren Netzwerkinterfaces. Wenn man die Anzahl an Knoten verdoppeln möchte, muss man jeden Knoten wiederum anfassen und noch eine weitere Netzwerkkarte spendieren. Das heißt, hierfür wird eine Lösung gesucht. Und zwar hätten wir gerne logarithmisches Routing, was hier schon erreicht wurde, jedoch einen festen Knotengrad. Nochmal kurz eine Zusammenfassung, was wir gesehen haben. Die Interconnection Networks können in kontrollierten Umgebungen, also mit unserem Beispiel den Rechenzentren, eingesetzt werden. Vorteile sind einmal der kleine Knotengrad,
mit zunächst logarithmisch wachsenden Knotengrad. Jedoch kommen wir ja gleich zu einem Netzwerk, wo der Knotengrad fest ist. Und die Nachteile hier, die Netzwerkgröße kann nur exponentiell wachsen, leider nicht inkrementell. Churn wird nicht behandelt, wie vorhin schon angedeutet. Gibt es Fragen bis hierhin? Sonst würden wir jetzt zu dem Netzwerk kommen, wo der Knotengrad fest ist. Keine Fragen? Okay. Dann kommen wir jetzt zu den sogenannten De Bruijn-Netzwerken, die eben diesen Nachteil des variablen Knotengrads beheben. Ja, die Interconnection Networks, die haben wir vorhin schon motiviert. Das ist im Prinzip die gleiche Folie. Kommen wir nun zu den De Bruijn-Netzwerken. Also man spricht von einem r-dimensionalen binären De Bruijn-Graph, welcher aus 2 hoch r Knoten besteht, also genau wie Hypercubes. Und man hat hier insgesamt 2 hoch r plus 1 gerichtete Kanten. Die Besonderheit ist, dass jeder Knoten genau 2 eingehende und 2 ausgehende Kanten hat. Das heißt, jeder Knoten ist nur mit 4 anderen Kontakten verbunden. Mit welchem Knoten ist man hier verbunden? Wenn wir uns mal das Beispiel hier angucken, der Knoten 001, also der Knoten oben links, der ist verbunden mit dem Knoten 011. Das entspricht einem Linksshift seiner Adresse und einer 1 rechts angehängt. Und er ist verbunden mit dem Knoten 010. Das ist wiederum ein Linksshift der Adresse mit einer 0 rechts angehängt. Das heißt, wir halten fest, wir sind immer mit den Knoten verbunden, die die ID tragen, einmal Linksshift unserer Adresse und dann eine 0 bzw. eine 1 angehängt. Wie wir außerdem sehen, sind diese Graphen oder diese Netzwerke, die sind gerichtet, ja? Nicht ungerichtet wie vorhin bei den Hypercubes. Okay. Einige weitere Charakteristiken von De Bruijn-Netzwerken. Die durchschnittliche Distanz ist sehr nah am Durchmesser, welcher logarithmisch mit der Anzahl an Knoten wächst. Und genau, also die Nachbarknoten sind, wie eben schon gesagt, werden definiert als der sogenannte Linksshift plus eine 0 bzw. eine 1 von rechts angehängt. Kommen wir nun zum Routing-Algorithmus in solchen De Bruijn-Netzwerken. Genau, ich würde diese Folie eigentlich in die Kategorie Theorie packen und lieber direkt zum Beispiel springen, denn da wird es sehr viel klarer. Also die Folie ist im Prinzip dazu da, um nochmal zu Hause nachzuvollziehen, was für eine Theorie dahinter steckt. Weil in der Praxis sieht man es sehr viel einfacher, was hier überhaupt gemacht wird. Ich möchte lediglich die Operation Shift-Match kurz betrachten. Und zwar diese Shift-Match-Operation, womit wir herausfinden möchten, welchen Pfad wir gehen müssen, um von einem Startknoten zu dem Zielknoten zu gelangen. Das heißt, beim Shift-Match wird ausgehend vom Startknoten werden Bits von links weggeworfen. Gleichzeitig wird die gleiche Anzahl von Bits beim Zielknoten rechts weggeworfen, bis sich die Binärdarstellung von der Start- und Zieladresse überschneiden. Dann haben wir einen sogenannten Match. Anschließend kann man sagen, dass abhängig davon, welche Bits bei dem Zielknoten weggeworfen wurden, die entscheiden dann, welche Knoten die Next Hops sind. Also wir kommen gleich zu einem Beispiel, das war jetzt vielleicht ein bisschen wirr. Okay, hier ist auch schon ein Beispiel. Hier möchten wir von Knoten 001 möchten wir zum Knoten 101 routen. Ich springe lieber zu dieser Folie, die ist schöner. Genau.
Hier ist es im Prinzip ausführlicher nochmal dargestellt. Also hier möchten wir von dem Knoten 001 zum Knoten 101 routen. Nun macht man den Shift-Match, indem man kein Bit rausshiftet. Das sieht man hier, Shift gleich 0, Shift-Match 0, 001, 101. Das ist false, weil die Adresse 001 nicht der Adresse 101 entspricht. Wendet man jetzt das Shift-Match, die Shift-Match-Operation für ein Bit an, das heißt, man shiftet bei der Startadresse nach links, das heißt, man wirft das linke Bit weg, und bei der Zieladresse shiftet man nach rechts, das heißt, das rechte Bit wird weggeworfen, genau ein Bit. Hier haben wir immer noch kein Match, ja, weil 01 ungleich 10 ist. Wenn wir jetzt zwei Bits rausshiften, dann haben wir letztendlich ein Match. Und zwar ist 1 der Match. Wenn wir nun ausgehend von der Startadresse da oben, der Common Match, da ist jetzt der Common Match abgebildet. Das heißt, wir haben 00 von der Startadresse, dann haben wir die 1, das ist das Match, und haben dann rechts die rausgeschifteten Bits der Zieladresse, sprich 01. Nun wissen wir, dass wir zunächst einmal zum Knoten hingehen müssen, wo wir die 0 rechts angehangen haben. Das heißt, wir gehen ausgehend von dem Knoten 001, gehen zum Knoten 010, ja. Linksshift 0 angehängt und anschließend die 1, das heißt ein weiterer Linksshift und eine 1 dran. Hier ist nochmal ein größeres Exempel. Und zwar möchten wir hier von dem Knoten 1110 zum Knoten 01001 routen. Hier macht man wieder die Shift-Match-Operation und wir haben ein Match, wenn wir 4 Bits rausshiften. Sprich, wir haben dann den Common-Match, das ist lediglich die 0 im Prinzip. Ja. Das heißt, wir shiften die Startadresse 4 Bits nach links, haben dann die 0, den Common-Match, und haben dann die Zieladresse mit 4 Shifts nach rechts. Das heißt, die 0 ist Common-Match und 1001. Dahinter. Das heißt, wir routen nun, also wir haben leider kein Schaubild dafür, weil das, der Graph wäre ziemlich groß. Wir routen nun zu dem Knoten, also der erste Knoten routet zu dem Knoten mit Linksshift 1, der zweite Linksshift 0 und so weiter. Okay, gibt es Fragen dazu? Habt ihr Fragen zum Routing-Algorithmus? Nee? Okay. Alles klar. Dann kommen wir nun zum letzten Abschnitt schon für heute. Wie werden solche Netzwerke konstruiert? Also wie konstruieren wir die sogenannten Debugging-Netzwerke? Zunächst einmal in der Theorie, also das ist wiederum die Theoriefolie. Ach, die Indizes sind da sowieso kaputt gegangen. Grob gesagt wird für jede existierende Kante, die in dem De Bruijn-Graph D-1 existiert, ein Knoten eingefügt für den De Bruijn-Graph der Dimension D, der eine ID trägt. Jetzt kommt im Prinzip das Wichtigste. Der gebildet wird durch die Konkatenation der IDs der Knoten, also wir haben hier einen gerichteten Graph. Und zwar nehmen wir das erste Bit des Anfangsknotens und alle übrigen Bits des Zielknotens. Und wie man Kanten einfügt, das haben wir bereits erfahren. Die erfolgen gemäß des Linksshifts und rechts einmal die 0 angepackt und einmal die 1 angepackt. Wir sehen jetzt ein Beispiel, Konstruktionsbeispiel. Für n gleich 2 ist es relativ leicht. Also wir haben hier
den Knoten 0 und den Knoten 1. Der Knoten 0, wenn man den nach links shiftet, dann hat man keine ID mehr, dann shiftet man dann packt man von rechts eine 0 dran, das heißt, er hat eine Kante zu sich selbst. Und das gleiche nochmal, da hat er eine Kante zum Knoten 1. Beim Knoten 1 analog. Für n gleich 4 ist es etwas interessanter. Aus der Kante von, also in der, für die Dimension 1 haben wir ja eine Kante von 0 nach 1. Dies ist dargestellt durch den Knoten 0, 1, das ist da oben. Und die Kante von 1 nach 0, dies wird dargestellt durch einen Knoten mit der ID 1, 0. Es ist relativ unspektakulär für n gleich 4. Okay, hier ist es nochmals besser visualisiert. Jedoch ist es nicht. Ja. Wir schauen uns das Ganze mal am besten für n gleich 8 an. Moment. Am besten an der Tafel. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also wenn wir jetzt für n gleich 4 den Graphen nehmen, wenn wir uns den Anfangsknoten und den Zielknoten angucken, das ist beides mal 0,0. Hier nehmen wir von dem Anfangsknoten das erste Bit und vom Zielknoten beide Bits, das heißt, wir haben hier wiederum 0,0,0. Dieser Knoten, der diese Kante repräsentiert, hier nehmen wir vom Anfangsknoten das erste Bit, vom Zielknoten die letzten beiden Bits. Hier nehmen wir vom Anfangsknoten das erste Bit, Zielknoten die letzten beiden.
Ist das soweit klar? Gibt es Fragen dazu? Okay. Ah ja, da haben wir doch noch eine Folie. Es ist im Prinzip nochmal eine Zusammenfassung, was wir bereits beim Hypercube gesehen haben. Also nur eine kurze Wiederholung. Wir haben hier bei den Interconnection Overlays oder Networks haben wir kontrollierte Umgebungen. Wir haben einen fixen und kleinen Knotengrad. Hier ist schnelles Routing möglich in O von log n. Und die Nachteile bleiben weiterhin, also die beschränkte Erweiterbarkeit der Netzwerke. Wir können nämlich die Anzahl an Knoten immer nur verdoppeln. Und Churn wird hier nicht betrachtet. So, das war dann die letzte Folie. Wir sind durch mit dem Stoff. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch eine schöne Restwoche.